Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part der Pokémon Sacred Gold Storm Silver versus mit dem Bazi. Hallöchen. Weiter geht's für mich in der Arena und ich würde sagen, wir schauen einmal ganz kurz über die Teams. Können wir tun und wir sehen, ich fange an und zwar haben wir ein bisschen Knie. Ich habe gewiss geklickt, so. Oh, du Noob. Und zwar ist Megane 37, Bug of Death 46, Justin ist nur Level 30, den konnte ich leider nicht weiter trainieren. Argon und Rosanna ist 44, hat Ausringen gelernt noch übrigens. Folipo war Level 46 sogar, habe ich gut trainiert, eben weil es auch den Eisenschweif hat und der ist wichtig jetzt gegen die Arena und Sandro ist immer noch auf 44. Ja, wir haben hier an unserer Stelle DKLB weiterhin auf Level 47, Timmy auf Level 46, ich habe Stingerus, das Schlurpleck, für Noctuska reingepackt, denn Jana ist immerhin, hat zwar auch eine Eisschwäche, aber immerhin ein Pokémon, welches fliegt und somit kann ich es in ein mögliches Mammutell reinwechseln, wenn es Erdbeben beherrscht. Dann habe ich noch Alexandra und Carbocross auf Level 45 jeweils. Und ja, dementsprechend sieht mein Team solide aus, Barzi wird vielleicht ein paar Probleme haben, da muss er aufpassen. Es geht, ich habe Reflektor auf Meganier, deswegen, den werde ich erstmal rausholen wegen Explosion. Richtig, und ich würde sagen, dann starten wir auf 3, 2, 1, go. Und vor allem habe ich auch noch die Erdkräfte. Megane hat es ja irgendwie auch gelernt. Also, Megane lernt die Erdkräfte. Ich meine jetzt auch in der Arena. Ich meine jetzt ja, in der Arena. Ja, gut, da habe ich halt Bug of Death. Ich hoffe, dass es damit einigermaßen klappt. Erstmal Reflektor. Oh, Self-Destruct. Mal gucken. Es geht schon. Oh, bitte nicht. Bitte doch. Fahrer, komm, du bist defensiv. Das und? Ist mein Junge. Das ist mein Junge, Fahrer. Ich bin Alter. Stolz. Alter. Okay. Also ich werde nebenbei nicht sagen, womit er leadet und so weiter, denn jetzt muss ich den Vorteil ausnutzen, dass Barzi meinen Screen nicht sieht. Böser und, Junge, ja. Alter. Habe ich irgendwie noch Super Potion? Sehr gut. So, mal gucken, ist das direkt ein Oko? Es ist sehr effektiv. Strength kennt man, ne, auf ein Eis-Pokémon. Aber ich sage natürlich nicht welches. Gut. Wow. Nein, was könnte er alles im Team haben? Also ich denke mal, Mammutl wird er halt haben, weil es eigentlich klar ist, dass das dann sein Signature ist oder so. Richtig. Weil Keifel war sein Signature und es ist Hardgold, also Mammutl. Was könnte er noch haben? Er könnte vielleicht ein Frostedia haben, ein Glaciola, ein Rexblizzard wäre möglich. Und Swift, okay, dann habe ich jetzt mal meinen Reflektor rausbekommen. Also, jetzt kommt gerade das zweite Mon rein und ich kann dir schon mal so viel sagen, Mammutl hat auf jeden Fall dabei. Ja. Aber okay, damit hast du auch schon gerechnet. Damit haben wir beide, es ist obvious. Richtig, richtig. Wow, jetzt holst du auch Lichtschild raus. So, die Sache ist, ich habe einfach kein Switchen in ein Mammutell. Deswegen habe ich jetzt hier an der Stelle Stingerus reingeholt und hoffe einfach, dass es immer in einen Hit ganz gut tankt und das tut es auch. Wow, es macht echt wenig Damage. Ich resiste halt das Erdbeben auch mit Bug of Death. Richtig. So. Das tust du. Auf Power, go! Wir haben gesagt, du hast Elektroball Speed, ne? Oh, danke. Okay, Strength macht gar keinen Schaden, Alter. Oh, lol. Perfekt. Und jetzt nur noch einmal. Nochmal Charge, sehr gut. Dann habe ich jetzt die Elektroball sogar geschafft, ohne Verluste noch. Fahrer sei Dank. Ich habe echt ein Problem gegen Mammutell. Ich kann eben kaum was machen. Das ist richtig blöd. Also ich dachte gerade, ich kann nicht rennen, aber das ist ja gerade von alleine gegangen. So, Lance, du musst mir jetzt lassen. Gegen den Typ habe ich, glaube ich, schon gekämpft. Ja, stimmt. Das heißt, ich darf jetzt... Stimmt, HM5 war... Kaskade? Whirlpool? War Whirlpool. Whirlpool, ja. Es bringt mir nebenbei nichts, nicht Stingerus aufzuheilen, denn Erdbeben macht eben sowieso genauso viel Schaden, wie ich heile. Deswegen, ja, bringt's nichts. Jetzt hoffe ich einfach mal auf eine Paare mit Slam oder so. Ah ne, es kann ja gar nicht paaren, ne? Man meint, das ist Body Slam. So, aber gut, Slam macht auf jeden Fall mehr Schaden. Ich kann in die Arena gehen. Halleluja. Richtig. Choice, ich habe nicht vergessen, Gestein, also Strength, ist ja normal effektiv auf Mammutell. Da hätte ich einfach Slam einsetzen sollen. Wenn Step ist, dann ja. Ja, ja. Ist ja ein Schlurpleck. Das sollte schon ein bisschen Step haben. So ein bisschen, ne? Wär logisch. So, ja, ich möchte meine Pokémon heilen. Okay, gut. Damit ist es confirmed, diese Attacke, weil vor der hatte ich so ein bisschen Angst wegen Altaria, aber gut, ich wechsle jetzt Altaria sowieso nicht ein. Als würde ich dir das erzählen. Das ist Eissplitter. Als würde ich dir das erzählen. Das ist Eissplitter. Als würde ich dir das erzählen. Gut. Hallo, lol, cool, ich hab noch einen Pinkspiel. Lol, diese Attacke. Nein, okay, jetzt tschüss, Stingerus, tschüss, du verlierst das. Wieso hat er... Oh, nevermind, du hast es getankt. Gut. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ihr seht zwar gerade, was er macht, aber ich habe gerade die Bildschirmübertragung an, das heißt, Platin kann jetzt mir zugucken, aber ich ihm nicht. Richtig, deswegen bin ich so ein bisschen geheimnisvoll, sonst würde ich die Attacke sagen. Mystery Present, Alter. Was ist echt krass, dass Shinarus das getankt hat. Ich meine, das ist schon ein bisschen wirklich krass, Leute, oder? Ja, doch. Und Bazi weiß nicht, worum es geht. Egal. Genau, als ob dir das egal ist. Go. Die darfst du natürlich spielen. Ein Europe. Europe. Ein Europe. Oh, wow. Das Gute ist,
bei der Fähigkeit von Leta King, dass ich einfach auswechseln kann. Also die Fähigkeit triggert ja nicht, wenn ich auswechsel. Und Deli das ist ganz Bird, gut. Deli Bird, ist ja nicht so wie Hyperstrahl, wo man dann drin bleiben muss mit dem Pokémon, sondern ja, man kann das einfach auswechseln. Das muss da easy schaffen gegen Delibird, das ist immerhin vierfach effektiv. Erst letztens hat jemand angemerkt, dass wenn ich irgendwas rede, kommt es manchmal so vor, dieser Person so vor, als würde Basti in einer eigenen Welt schweben. Und das stimmt auch wirklich. So ein bisschen. Egal, was ich sage, weißt du, Basti ist trotzdem in seiner Welt. Er muss gerade so seine Gedanken irgendwie ausleben. Ja, ich konzentriere mich halt nebenher ein bisschen aufs Spiel, deswegen swine up. Ja, ich konzentriere mich auf alles, auf das, was du sagst, aufs Spiel und alles drum und dran, Alter. Was ist Snorrand? Das ist das Ding. Schnappke. Oh, tschüss, Schnappke. Nebenbei hätte ich vielleicht auch stärker auf Timmy meinen Snibuna packen können, statt Metallklaue, aber jetzt sowieso zu spät. Wobei, never mind. Das Pokémon. Leute, das ist gut, was ich gerade habe. Ich kann es wieder nicht erzählen. Ach, Mann. Erzähl's doch, komm, ich sag's keinem weiter. Nee. Okay, gut. Also, Basti. Er hat ein Carvador dabei. Dum, dum, Alter. Dum. Was ich aber echt sagen muss, wenn wir gerade schon in der Eisarena sind, das hatte ich mal auch in einem Part von mir als Frage beantwortet gehabt, was ich mir unglaublich. Und da ist ein Austausch. Ice Hazard, wünschst du dir? Nein, ich bin nicht blöd. gut. Nee, was ich mir aber wünschen würde, wäre eine Zweitentwicklung für Sichlor. Zwar Tausch mit ewiges Eis und dann bekommst du quasi ein spezielles Sherox, was die Typen Eis und Käfer hat. Stimmt, hat es erzählt, weil es ja keinen einzigen Eiskäfer-Typus gibt. Richtig, und das sind meine zwei Lieblingstypen. Klar, vierfache Gesteinsschwäche und so. Aber stell dir einfach vor, dann so ein Mon mit, was weiß ich, Käfergebrumm, Eisstrahl und dann halt 130 Special Attack und so. Und ja, kann ehrlich, interessant werden. Eiskäfer ist eine interessante Kombi. Pillow Swine. Ja, auf jeden Fall. Es hat halt viele Schwächen. Viele Vierfachschwächen, vor allem Gestein, Feuer. Hat es sonst noch irgendwas? Stahlschwäche halt noch. Ja gut, das sowieso. Aber es ist zweifach effektiv und nicht vierfach. Ja, schon. Ne, vierfach Schwächen hat es halt nur zwei Stück. Klar, es wäre dann nicht so stark wie Sherox, allein wegen der Sherox hat halt eine gute Typenkombi. Wow, das war knapp. Takedown. Und es gibt halt keine Priorität. Also ruckzucki, gut. Aber never mind, stimmt. Aber es hat eine physische Wow-Crit auch noch. Ja, das stimmt. Es hat eine physische, stimmt. So, Bug of Death ist gleich Level 47. Justin schon Level 32 und dein Also ich habe bereits Mon. Jetzt das vierte Mon vor mir. Jinx. Oh, ich und bisher ist noch nichts gestorben, ne? Aber Jinx sollte normalerweise keine spezielle Eisattacke haben. Meinst du? Hat meins auch. Weißt du was, ich greife dich mit meinem eigenen Jinx an und gehe in Body Slam. Gut, ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht freest oder so. Alter, bitte nicht. Bitte nicht, danke. So, hallo Jinx. Man kennt das ja mit den Freezes von mir, man kennt das ja gut genug. Wow, stimmt. Oh, ich bin auszusehen auf Sing und hab sogar getroffen, geil. Auf Sing, Alter. Da singt ja, der. Sing, ich sing. Hallo, ich habe eine angenehme Stimme. Denkst du? Oh, bitte lass es, Alter, bitte lass es einfach. Hey, ich dachte, du magst es. Oh Mann. Ja, und tut mir leid, ne, wenn ich mal singe, ne? Ich weiß, ihr findet es schlimm. Warum ich mag es auch eigentlich zu singen. Nicht. Also ich weiß, dass ich nicht gut singen kann, aber ja, manchmal geht es einfach mit mir durch. Das ist ja ähnlich wie bei mir. Man weiß, man kann nicht singen. Aber solange man nicht zu DSDS geht, ist ja alles gut. Richtig. Man muss einfach sein. Läuft da eigentlich gerade immer noch Supertalent? Ich weiß gerade nicht, kam keine auch wieder. Ahnung. Oder läuft gerade DSDS? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mich interessiert das überhaupt nicht. Warum ruft mich eigentlich Professor Eich die ganze Zeit an? Der Arsch, ich bin gerade auf Ordenjagd und vor mir fliegt eine Fliege. Das ist nicht so cool. Das ist natürlich eine Information, die hat jetzt jeder. Ja, das ist unbedingt wichtig. Gebraucht. Ja, auf jeden Fall. Wer kennt das nicht, Alter? Die Fliege. Okay. Die Fliege. Okay, so. Okay, interessantes Mon. Ich hätte schon fast den Namen gesagt von dem Mon. Beim Eispath. Bei dem Bild durch die Höhle. Ja, der Eispath. Genau. Da gibt es da vorher auch nochmal eine Route, wo man, glaube ich, ein oder sogar zwei Pokémon fangen darf. Könnte sein, das könnte auf jeden Fall sein. Und jemand meinte auch, dass die Safari-Zone, und nevermind, ich bin gerade schon beim letzten Mon, easy. Und ich müsste es jetzt eigentlich auch hauen. Schauen wir mal kurz hin. Wenn das so ist, dann ist das, glaube ich, die allererste Arena, wo ich keinen einzigen Verlust hatte, oder? Nee, nevermind. Ich hatte in der normalen Arena keinen Verlust. Aber das ist die einzige Arena, wo ich so gut durchgekommen bin. Ja, das ist vor stimmt. allem für die Tatsache, dass ich so eine krasse Eisschwäche hatte. So. Das ist echt nicht schlecht, Alter. Hagelalarm. Okay, ich habe auf jeden Fall den Orden. Das heißt, ich bin eigentlich relativ weit sogar vor Barzi gerade. Ja, ich muss noch den Trainer und dann den Arena-Leiter. Genau. So, richtig. Was hast du als nächstes? Glalie. Ist auch noch okay.
Break, break, go. Auf jeden Fall meinte ein Zuschauer, oh, man bekommt Hagelsturm als TM, wow. Dass die Safari-Zone, diese Stadt davor, auch nochmal ein extra Ort ist, müsste eigentlich auch stimmen und dass man da natürlich auch Kopfnuss einsetzen kann und dementsprechend könnten wir dafür uns auch einen extra Encounter holen. Stimmt. Ich schaue jetzt gleich nochmal, ob das wirklich ein extra Ort ist. Wenn ja, dann, ja, dann können wir das machen. Aye, aye, Captain. Gut, ich will jetzt, oh, Professor Elm will etwas von uns. Also Lind. Ja, ja. Wegen Radio. Radio, ja, ja, ja. Oh, cool, ein Sneebel und ich bin schneller, das ist vielfach effektiv. Easy. Ich halte mal ganz kurz auf. Ich meine, ich speichere mal ganz kurz. Wäre ganz gut, wenn du danach ja, auch mal speicherst. Sicher ist sicher. Perfekt. Dann speichern. So, stimmt, ich hab. Gut. Verdammt, ich hab gar nichts zu trinken da. Ich muss verdursten. Ich bin ein armer Junge. Richtig, der Barzi, der arme Barzi. So. Dann gehen wir jetzt nämlich nochmal ins Pokémon Center. Vielleicht kaufe ich mir lieber auch nochmal zur Sicherheit ein paar Tränke. Wie viel hast du denn noch? Also ich hatte 20 noch oder so. 10 Supertränke. Ja, deswegen gut. Oh, lol, Sicherheit. Das ist echt wenig. Ich hatte 20 Übertränke. Gut. Vielleicht habe ich noch ein paar Übertränke, ich weiß nicht, mal gucken. Aber stimmt, warte mal, hier kann man ja gar keine kaufen, da muss man ja wegfliegen. Wer auch richtig immer auf die Idee kam, in Mahagonia City keinen Supermarkt einzubauen, Arsch. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle erstmal Stingerus wieder wegpacken. Für Noctuska, denn ich brauche Stingerus leider nicht wirklich momentan. Wessens Stingerus nochmal? Schlupleck. Achso, stimmt. Back, habe ich noch was anderes? Super Potion? Das hatte ich halt für die Arena mit reingenommen. Oh, ich habe noch 15 Hyper Potion, ich muss gar nicht gehen. Weil offscreen habe ich halt Stingerus trainiert, denn ich hatte halt sowieso nicht wirklich was zu trainieren und damit Barzi halt eben ein bisschen trainieren konnte, habe ich mir gedacht, vielleicht Stingerus für Noctuska, dadurch, dass es halt mehr in der Arena macht als ein Pflanzen-Pokémon, welches sehr effektiv getroffen wird. Wovon ich 2 habe. Richtig. Verdammt, falsch rum, so rum. So. Gut. Ich würde sagen, dann geht's weiter zum Team Rocket Geheimversteck. Yippie. Easy. So. Oder nicht Geheimversteck, aber weißt, was ich meine. Okay, wie muss ich denn da jetzt das machen? Ich glaube so. Okay, Safari Zone Gate. Doch, das sollte eine extra Route sein. Das heißt, wir können uns eigentlich irgendwo noch einen extra Encounter holen. So, mach ich das jetzt schon? Nee, ich mach das erst auf der nächsten Route. Let's go! Hallo, Price. Wie heißt der nochmal? Norbert heißt er im Deutschen, ne? Richtig. Ich bin aus Wien nach Cheek City geflogen. Das kein war ein Problem. Fehler. Okay, hallo Norbert. Du heißt wie mein Onkel. Der gute alte Norbert. Wer kennt ihn nicht? Der Norbert. So, und du leadest mit... Ah, Rexbizer. Okay, hatte ich mit Rexbizer schon mal recht. Richtig. Okay. Da dachte auch in dem Moment, Alter, da hat er sogar recht gehabt. Aber ich wollte es natürlich nicht sagen. Ich könnte jetzt natürlich auch auf Kreuzschere gehen, weil es halt auch effektiv ist, aber Kreuzschere wird halt ausreichen. Aber danach müsste ich aus... Weißt du was, ich gehe auf Kreuzschere, ich will das Ding safe weg haben. Meinst du, das ist ein KO? Ein Oko? Ich bin Choice Band Step Kreuzschere ist effektiv. Moment, wo muss ich jetzt hin? So. Hier. Bummersnow ist weg. Okay. So, was kommt als nächstes? Ach, der Hagel. Ich finde aber, Hagel könnte echt ein bisschen stärker sein im CP. Ja, das stimmt schon. Das stimmt. Mamoswine, okay. Und jetzt schon Mamoswine gegen Pinsir rein. Das heißt, er hat irgendwas, wahrscheinlich Steinkante oder so. Und gegen Mamoswine, wen hole ich da rein? Hey, ich glaube, ich werde tatsächlich Dings reinholen mal. Stimmt, ich muss mir dafür erstmal die Uniform holen, ne? Das war doch irgendwie im Untergrund, oder? Ich weiß es, aber ich sag's ja nicht. Wow, ernsthaft. Ich hoffe mal, dass Gesang trifft. Stone, oh Gott, und er trifft. Das war es, glaube ich, für Arc. Überlebst mit. Ja. Hey, wieso hast du das überhaupt eingewechselt? Das hat nicht gemattert. Wieso hast du überhaupt eingewechselt? Weil ich es einschläfern wollte. Was soll, ich habe halt nichts gegen. Es trifft mich mit Eis oder Gestein. Alles von mir. Gut. Boden gegen Dings. Hier Gestein oder Eis. Hier Eis und hier Eis. Ja, du hättest wahrscheinlich Justin sacken müssen. Ja, nein, ich bin ja safe in Arc gegangen. Aber Alter, pass wirklich auf, dass du echt nicht hier verlierst, ne? Ich möchte nicht, dass du hier ohne dich verlierst. Ja, ich muss halt gucken, wie ich es jetzt am besten mache. Ich könnte Fahrer reinholen und meinen Reflektor raus. Und Fahrer könnte eine Eisattacke tanken. Und wenn ich den Reflektor rausbekomme, ist dann schon mal gut. Deswegen Stone Edge geht daneben. Oh, perfekt. Vielleicht ist er beendet. Dass er auf Stone Edge geht. Ja, vielleicht. So, okay, jetzt habe ich aber zumindest schon mal den Reflektor draußen. Das heißt, Fahrer müsste eigentlich Mamoswine alleine down kriegen. So, ja, nämlich wir gehen jetzt auf. Hattest du gerade eben gespeichert? Eisschad. Ja, ja, ich habe nach dem Trainer vorher gespeichert gehabt. Okay. So, das sollte jetzt aber nicht mehr viel Damage machen, oder?
Nee, sollte gar keinen Schaden machen. Nebenbei nicht wundern, wenn ich so ein bisschen gerade retarded laufe. Ich schaue immer mal wieder auf Bazis Screen, weil es interessiert mich gerade, ob er es überhaupt schafft. Mammut ist halt die größte Gefahr. Okay. Hagel continued. Okay. Warte mal, ich habe eingesetzt. Und dann war das jetzt die erste Runde quasi. Die zweite Runde Reflex. Das heißt, drei Runden habe ich noch. Das heißt, noch ein Eischal werde ich tanken und dann kann ich mich erstmal mit dem Hypertrank wieder hochheilen. Richtig. So, wenn es jetzt auch nicht unbedingt nochmal crittet, okay, sehr gut. Magic Leaf. Und wer stupst mir jetzt auf den TS an? Ist doch egal. Das ist nein, manchmal, ich guck da nicht hin. Nein, aber ich hab's halt gerade gehört. Du musst ja trotzdem nicht sagen. Ist doch egal. Easy, Fahrer. Sehr gut. Und ich hab den Reflektor immer noch draußen. Sehr gut, Fahrer. Ich bin stolz auf dich. Okay. Gut. Was hat er denn jetzt noch? Da kommt doch eh noch ein Glaziola oder sowas. Oder ein Firn und Frostadier. Uiuiui. Frostadier, tatsächlich, okay. Gegen Frostless. Dafür hatte ich ja meinen. Du könntest mir eigentlich. Muna. Warum habe ich jetzt Bug of Death rein? Das Ding ist geil, ich kann es mit Kampf gar nicht treffen. Du bist so ein Trottel. Ja, ich weiß. Ernsthaft, wenn du jetzt irgendwie ein Pokémon deswegen sterben lässt, ne? Also wer sagt, dass ich ein Retard bin? Leute, schaut euch mal manchmal Bazi an. Ernsthaft, ich habe in letzter Zeit mal deine Plays so gesehen. Die sind echt schlecht teilweise. Ernsthaft, wieso bist du drin geblieben? Was soll ich reinwechseln? Wenn das jetzt reicht, Alter. Nein, das reicht nicht, aber Bug of Death ist das Einzige, was neutral getroffen wird. Ja, hä, was mit dem... Hier, wie heißt der? Justin, genau. Ja, genau, ich bin 10 Level drunter. Ist egal, aber dann checkst du es halt. Wenn Bug of Death stirbt, hast du komplett verloren. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch machen müssen. Und dann hole ich Zandro ein, weil Zandro ist definitiv schneller und eine Stärke sollte jetzt voll ausreichen. Aber Bug of Death hat es doch getankt. Ist noch alles okay. Ja, ich habe halt einfach nur Angst, dass, wenn das jetzt ein Crit gewesen wäre. Das Problem oder ist, so, hier ist doch der Hagel auch noch durchgehend da, ne? Richtig. Das heißt, Blizzard wird immer treffen. Richtig. So, Reflektor ist jetzt weg, aber der bringt eh nichts mehr. So. Dann nutze ich jetzt aber die Chance. Und wer Pinsir erstmal hochhalten. Das Gute ist jetzt, Leute, Team Frozen und so kann jetzt in sich einen ordentlichen Vorsprung holen. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, du hast halt auch ein besseres Team gehabt gegen den. Naja, so. Ich hatte auch eine krasse Eisschwäche, aber ich habe halt gut Ball, trainiert. Okay, Shadow Ball wird jetzt voraus. Du hast halt im letzten Part noch einige Mons verloren. Also in den letzten beiden war das ja. Das war traurig. Und Crit nochmal, wow. Hat zwar nicht gemattert, aber einfach nur die Tatsache, dass es ein Crit war. Gut, okay. Du musst jetzt aufpassen, ne? Zandro. Gut, ich sag's mal so, das waren halt die auch die zwei Schwächsten, die jetzt gestorben sind. Ja, gut. So, Zandro. Das Gute ist, dass Stärke echt eine Gesteinsattacke ist, deswegen Stärke go. Und das müsste ausreichen. Das ist auf jeden Fall ein KO, wenn nicht, würde mich das wundern. Ich meine, Stab ist sehr effektiv. Richtig, komm. Und ich bin Frostless hat keine gute. Ups, Frostless hat keine gute Def. Es ist eigentlich auch im CP nur ein Suicide Lead. So, okay, was haben wir denn jetzt noch? Was haben wir noch? Yugong, okay, da muss ich auswechseln wegen Wasser. Und Yugong sollte Bug of Death eigentlich nichts können. Das heißt, da müsste ich jetzt rein theoretisch mit Durchbruch in Turret landen können. Schneller bin ich auch. Vor allem mit das Ding keine Wasserdüse, deswegen. Okay, stimmt, Yugong war auch klar, dass er das hat. So, Brick Break, go. Gut. Komm. Kann ich critten? Das wäre echt cool. Nee, wäre nicht so cool. Ein Blizzard. Alter, oh lol, okay. Ich habe gerade schon von Frostadia eingetankt. Frostadia hat einen höheren Spezialangriff. Wenn es nicht crittet, dann müsste ich es tanken. Oder wenn Freeze kommt, ne? Und dann meint, wieso bin ich gerade da reingewechselt? Ah, so, das Gute ist, selbst eine Wasserdüse wird mich jetzt nicht killen, weil Pinsir einfach eine gute Def hat. Das heißt, ich kann nochmal safe auf Hyper Potion. Ja, benutze es jetzt ruhig, dann ist okay. Alles gut. Es nimmt zwar Zeit weg und ich verliere wieder ein Dings, aber ich glaube aber an Zeit. Also wird schwerer, dich einzuholen. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so weit. Ich bin jetzt gerade beim vierten Trainer so von Team Rocket. So, der Hagel nervt voll so ungemein. Und ich bin auch teilweise ein bisschen langsam gelaufen und so weiter. Du hättest wahrscheinlich, also du kannst jetzt eigentlich relativ viel Zeit nachholen. Ja, ich weiß halt genau, spielst, wo ich hin muss. Deswegen. So, richtig, Yugong ich war halt retarded, hab das vergessen mit dem Team Rocket-Anzug. So, was hat er noch? So. Was könnte er denn noch haben? Oh lol, Freeze gegen Slimog, easy. Okay, du hast Glalie. Richtig, und dafür hatte ich Metallklau aufs Nibuna, das meinte ich. Es ist ja vierfach effektiv wegen Gestein, Eis. Es ist Gestein, Eis, richtig. Ich bräuchte Kampf. Warte, es ist Gestein, Eis. Bug of Death müsste schneller sein als Glalie. Hoffen wir es mal. Easy.
Was ist ja Gestein aus, vierfach effektiv wird definitiv ausreichen. Wenn nicht, hast du ein Problem. Das ist vierfach effektiv. Ah, ja. Und Glalie hat überall 80 und Pinsir hat ja so viel was im Speed auch 80. Oh nein, ich hab einmal... Was hast du gemacht? Da schaut mal einen Moment auf deinen Screen und man verliert Timmy. Oh, Timmy ich mach den Screamy aus. Oh, ein Lapras auch noch. Das war Weavile gegen Rhydon. Ich hätte einfach nur auf eine Eisattacke gehen müssen, dann wäre es weg gewesen. Ich weiß jetzt nicht, was ich gegen Lapras machen soll. Ich kann mich mit Pinsir nicht hochhalten, weil wenn das Ding halt Blizzard hat, es trifft immer. Es tut mir leid für meine Retardedhaftigkeit, Leute. Es tut mir einfach so leid. Es tut mir so leid. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, Present. Ich habe keine Ahnung, ich muss mich halt selber konzentrieren. Ich möchte nicht mehr auf dich schauen, weil dann nur Fehler passieren. Ich könnte eine Attacke tanken und ich könnte mich generell mit Gigasauger wieder hochheilen. Zantro wäre eine Möglichkeit. Fahrer wird, denke ich, langsamer sein. Ich muss Pinsir halt hochheilen, das heißt, ich werde Fahrer wahrscheinlich opfern müssen, um Pinsir hochzuheilen. Snibuna war so gut. Es tut mir leid, Fahrer, aber es fehlt nur noch Lapras. Lapras ist halt wahrscheinlich auch von Dings wieder ein Two-Hit, deswegen. Hyper Potion für Bug of Death. Ich bin so ein Trottel. Oh Mann, Timmy war so gut. Und Blizzard. Weißt du, das Ding ist halt, Blizzard trifft halt wegen dem scheiß Hagel ja immer. Ich weiß. Es tut mir leid, Fahrer. Es tut mir leid, Timmy. So. Oh Mann. Eigentlich müsste ich von Lapras auch einen Blizzard tanken können, wenn er nicht crittet und nicht freest. Und ein zweiter Durchbruch sollte auch Lapras dann killen. Bug of Death, ich vertraue dir. Present hat dich erschaffen. Mach mich stolz. Ach, mach ihn nicht stolz. Stirb dabei. Alter, nein. Das kannst du Bug of Death nicht antun. Okay, ist auf jeden Fall ein Tourt. Okay, komm. Überlebt. Okay, ist egal. Müsste, ist egal, ja. Reicht trotzdem noch. Jetzt critte mich nicht und freeze mich bitte nicht. Alter, wenn er dich jetzt freest, Alter. Wenn er dich jetzt freest. Oh, wow, okay, es macht sogar weniger als die Hälfte. Oh Mann, echt. Durchbruch kann ich da nicht, das heißt, rein theoretisch müsste ich es jetzt geschafft haben mit 3 Verlusten. Willow ist mein Middle Name. Wow, Willow ist flexible. Was labert der? Keine Ahnung. Das müsste jetzt ausreichen. Oh Mann, Leute, es tut mir so leid. Gibt es in der Safari-Zone eigentlich den Encounter? Was? In der Safari-Zone da mit Kopfnuss. Nee, den müssen wir halt austauschen. Ja, klar, aber das heißt, dann können wir einfach ganz irgendwo anders suchen. Weil sollten, ja, sollten wir, ja. Gut, den nutze ich dann für die nächste Route wahrscheinlich. Also, wobei, es tut mir leid, Leute, es ist wunderbar so gut. Es tut mir leid, ich hasse mich. Hast du übrigens geschafft. Oh Gott, ach, sei ja. Dank. Egal, jetzt, Leute. Einfach nach vorne schauen und jetzt noch schnell Zeit aufbauen. Also Zeit weiter. Ne, TM7 war da Hagelsturm, ne? Kann nicht kommen. Wow. Ja, genau. Doch, war Hagelsturm, genau. So, dann kann ich jetzt meinen verlorenen Mons, die, wow, meine Box wird langsam echt überfüllt, kann ich ihre Items erstmal nehmen. Okay. So. Ich habe jetzt den Ball Shadow Ball auf Kabukross meinem Traummagie gepackt. Finde ich ganz passend. So, gehen wir jetzt raus und legen die Pokémon erstmal in die Box. Rockslide tankst du. Gut. Das heißt, rein theoretisch kann ich mir jetzt über Mahagonia City einen Encounter fangen für den Safari-Ding, ne? Richtig. Okay, wow, stimmt, der Elm ruft mich an. Was will ich dann noch machen, weil ich habe nur 3 Pokémon, das ist nicht so cool. Also 3 starke Mons. Warte, also, wo machst du es jetzt gerade? Über Mahagonia. Ja, kannst du. Aber erstmal nehmen wir 3 andere Mons mit. Ich hoffe, irgendwas kommt, irgendwas richtig Gutes kommt halt. Ich brauche irgendwas echt Starkes. So. Fahrer ist gestorben. Es tut mir leid, Fahrer, aber du hast echt klasse gekämpft. Ja, das stimmt. Das war ein guter Supporter, muss man sagen. Allein durch Reflektor hat es halt. Es hat einen Mammutl gefickt, deswegen, das reicht schon. Und Jinx, also, wie heißt es nur nochmal? Arc. Nichts gegen dich, aber du hattest keine Psycho und keine spezielle Eisattacke. Wieso prediktet der Gegner immer meinen Sucker Punch, frage ich mich. So, ich nehme jetzt. Oh Leute, ist TP mit. Und nicht ein paar Dings ablegen, so. Ich werde wahrscheinlich jetzt sogar Barshra mitnehmen. Vielleicht entwickelt sich es ja irgendwie per Level Up einmal und. Ja, so. Nehmen wir euch dreimal mit. Gucken wir für Bälle, was wir noch haben und dann werden wir jetzt auf jeden Fall noch einen Encounter fangen. Du bist ja schon in dem Rocket-Ding, ne? Naja, ich habe schon 6 Trainer oder so besiegt. Quick Ball, Great Ball. Ja, ich habe noch ein paar Bälle, das sollte reichen für einen Encounter. Gehen wir nochmal ins Pokémon Center und dann
Gucken wir mal, ob wir irgendwas Cooles bekommen. Was ich jetzt auch selbst ziemlich cool finden würde, wenn da wirklich was richtig Sickes bei ist. Ja, das kann ich mir inzwischen vorstellen. Wenn da etwas Sickes bei wäre, gut. Vor allem, ich habe halt echt kaum noch Pokémon übrig. Ja, das stimmt. Oh, stimmt, Pixie hat ein Item. Oder wollen wir jetzt erstmal eine Pause machen und dann den Encounter im nächsten Part machen? Den Encounter, finde ich, kann ich jetzt noch machen. Ja, wenn das ein Legi ist? Die fangen das easy. Wir haben schon 26 Minuten, du kannst dich ja schon mal vorstellen. Und dann können wir im nächsten Part das machen. Okay. Gut, weil ich muss gerade sowieso, bin rausgelaufen, um aufzuheilen. Dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Abschluss. Und dann würde ich sagen, ich finde es aber übrigens, wenn ich noch eine Sache sagen darf, ich finde es cool, dass ich jetzt immerhin ein starkes Fulipop am Team habe. Das, was ich von Anfang an der Challenge auch haben wollte. Richtig. Ist cool. Und im nächsten Part stirbt, das sage ich euch. Nee, ich heule, dann breche ich das Projekt ab, Alter. Genau, natürlich. Oh ja, mach ich. Genau, okay. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Schaut auf jeden Fall bei Bazi vorbei. Und bis einmal in die Kommentare, Bazi und Present, 7 Ohren, Hashtag geil. Okay. Gut. Und natürlich noch einen anderen sinnvollen Kommentar. Tschüss. Ah ja, du bist schon stehen geblieben. Oh, sorry. Ach so, auch noch betrügen. Moment, ich wusste nicht, dass du... Ich laufe ein bisschen kein zurück, Wunder, Leute. Kein Wunder, vorne, weißt du? Der genau. Durchgehen. Warte mal, sagt der Richtige, der gespeedet hat in dem ganzen Part, obwohl ich nur gesagt habe, dass man die Kämpfe speeden sollte. Du darfst dich nicht beschweren, Bazi. Gut, wer es euch gefallen hat, blablabla, schaut bei Bazi vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.